Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren atemberaubend guten Folge Arx Fatalis mit mir, dem Sebastian. Und mir, dem Daniel. Wir haben ja letztes Mal aufgehört mit dem total genial benannten Spielstand zu den Schlangen. Das ist heute wahrscheinlich unser grobes Ziel, zumindest in dieser Aufnahmesession, um zu gucken, ob sich vielleicht jetzt irgendwas geändert hat. Weil, nicht in der letzten Folge, aber ich glaube in der... Doch, es war in der letzten Folge. Ganz am Anfang hatten wir eine Cutscene, wo wir zurück zum König gekommen waren. Und da ging es, du hast jetzt das Tagebuch, glaube ich, gerade ruckartig kurz geöffnet. Da ging es um den Zohag und den Kraholz. Genau. Die müssen wir quasi finden, um uns immun zu machen gegenüber diesem Meteor, der uns... Also, uns hat das anscheinend nur Mana abgezogen, als wir beim letzten Mal daneben standen. Ja. Es hörte sich aber in den Cutscenes und so an, als würde der allgemein Energie absaugen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wirklich Lebensenergie davon war. Wir gehen jetzt erstmal zum nächsten Teleporter. Wir gucken jetzt wirklich erstmal unten da in diesen Tempeln, wo diese Schlangenfrau war, die uns eigentlich nie reinlassen wollte, weil jetzt ist noch nicht die Zeit oder was auch immer für ein Grund hat. Ja. Ich vermute aber, dass es immer noch keine Zeit ist. Aber das werden wir ja dann sehen. Hier ist wieder der scheiß Sound. Ja. Egal in welche Richtung man geht, ne? Egal in welche Richtung, es ist immer so ein Ho. Also nicht Ho, sondern ein bisschen dramatisches Ho. So. Hier müssen wir uns jetzt teleportieren. Ich weiß nicht mehr, auf welcher Etage das war. Das heißt, wir müssen gleich mal schauen. 6 oder sind wir schon auf 7 mal gegangen? Ja, ne? Kann sein. Was ich auch nochmal irgendwann machen möchte. Aber was war, ja. Aber wir, die sind uns ja irgendwie, aus welchem Grund auch immer, feindlich gesinnt, aber wahrscheinlich eher mehr, weil, weil, ich will nicht sagen, weil die Stress schieben, weil die uns, weil wir da ja eingedrungen sind, da bei diesem Geheimgang, wo man über diese Sachen hüpfen musste, und dann, ja, das war ja, was jetzt mittlerweile schon sogar ein Kreuz hat, weil wir da so einen Brief gelesen haben. Ja, aber das haben wir ja dann nicht, das haben wir ja dann neu geladen. Ja, ja, aber das haben wir nicht mehr weiter verfolgt. Das heißt, irgendwann möchte ich da gerne auch noch mal reinspringen. Was ich mich gerade frage ist, wir sind ja in der letzten Episode da hinten hingegangen, weil wir ja gehört hatten, dass der Posten angegriffen worden ist. Aber hatten wir da jetzt irgendwie was vor? Wir wollten gucken. Und ich glaube, das war's. Also, wir haben jetzt nicht irgendwie... Ja, so, warte, in welches Stockwerk müssen wir? Wir sind jetzt... Warte mal kurz, wir haben unser Schild mit, weil wir ja irgendwann nochmal unser nächstes, wir haben das Schild mit, weil wir jetzt momentan die Axt ausgerüstet haben und das Schild haben wir mehr oder weniger. Ja, jetzt ist halt die Frage, wollen wir immer das Schild mitnehmen oder... Ja, wenn wir dann auf Schwert wechseln. Ach so, also auf das Schwert, ja okay. Ich hatte nämlich jetzt im Hinterkopf, irgendwann wechseln wir auf dieses Schwert, was wir im Dings haben. In dieser einen Kiste, was wir noch nicht tragen können. So, hier war die. Genau, warte mal kurz. Geh nochmal kurz auf 1. Ich glaube, hier haben wir relativ alles aufgedeckt. Ja also, gut, hier unten, ja, weiß ich nicht, ob da noch was ist. Gehen wir auf 2? Wäre da unten was? Also die sind alle relativ an derselben Seite abgekattet. So, auf Etage 2. Also auf 1, gut, in Arx gibt es ein paar Räume im Königshaus. Ja. Hier ist ja Greu. Mhm. Da müssten wir irgendwann nochmal schweben, da gab es ja irgendwo einen Punkt, wo man rüber konnte. Übrigens, Kommentar wieder, 4 ist standardmäßig, wenn, ich glaube, es war wieder Honks, sich nicht irrt, das Abbrechen von Zaubern. Das heißt, wenn wir geschwebtet sind. Aber was ist da oben eigentlich? Hier ist ja immer mit der Maus drauf, damit die wissen, was ich meine. Da ist irgendwie so... Also, warte mal, hier war ja unsere Zelle. Das ist unser Knast. Das war eine Sackgasse und das war irgendwie einfach nur, ich glaube, das war irgendwie abgesperrtes Gitter. Also so ein Kanalgitter. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir zu Greu gehen... Ja, dass man da irgendwie quer rüber schweben kann. Haben wir noch ein Schweben am Start? Ja, haben wir hier sogar im Schnellding ist das, glaube ich, oder? Ja, ich muss mal eben kurz gucken. Wir haben auf jeden Fall noch 2. Wollen wir vielleicht, ich glaube, wir haben sogar den Greu-Teleporter hier. Wollen wir mal gucken, ob wir da irgendwo auf eine Ecke rüber schweben können? Ich möchte einfach mal schauen. Das war, glaube ich, irgendwas mit Goblins, ne? Stand das gar nicht gerade schon vor? Nein, Goblin. Achso, Ebene 3. Ich glaube, das ist Ebene 2. Dann machen wir das erstmal vorab, weil, vielleicht führt es jetzt was. Ach ja, wir haben ja hier... Genau, wir haben hier auch noch so ein paar Dinger hingeworfen, die würde ich auch wieder mitnehmen. Mal alles verkaufen. Das war, glaube ich, über uns, ne? Da waren quasi... Ja, hier waren so Vorsprünge. Ich weiß aber nicht, einige habe ich in Erinnerung, ich habe mich auch irren, sind vielleicht zu hoch.
Und wir müssen auf jeden Fall vorher speichern, weil ja, das Spiel ärgert uns. Aber ist auch die Frage, ob wir da rüber. Hier ist Kreu, ne? Sprechen wir mal mit ihm kurz, einfach nur mal checken, ob der. Ich glaube, die Questline ist komplett abgeschlossen. Hallo, Freund von Greu. Ich glücklich. Ich bin Jeff Bruch. Ich glaube, der Synchronsprecher ist irgendwie vor ein oder zwei Jahren gestorben, leider. Ah, okay. Hier hatten wir damals irgendwie versucht, hier so schräg rüber. Also man muss, glaube ich, gezwungen, also, aber können wir hier, wenn wir uns hier jetzt hinstellen gegenüber, ja, ist das ungefähr. Also, soweit ich weiß, muss die Zielfläche ein bisschen tiefer sein als. Können wir hier so die andere Fläche. So, und jetzt, wenn wir jetzt casten den Spruch, ja, darüber. Es ist so halt die Frage, ob wir überhaupt auf so einer Kante stehen dürfen oder ob wir auf einer flachen Fläche müssen. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, welche Ziffer das 1 ist. Ich drücke erstmal 1. Es direkt geklappt. Und oben rechts erscheint dann auch, dass es funktioniert hat. Ja. Das Problem ist, manchmal funktioniert es nicht und dann hat man den Zauber verbraucht. So, ja, ja. Jetzt drücke ich mal 4. Magic. Ah! Dann speichern nochmal ab. Die Frage ist, tricksen wir gerade das Spiel aus und triggern jetzt etwas, was... Ja, ich glaube nicht, weil das ist relativ offen gestaltet und wir sind auch... Also ich glaube nicht, dass wir jetzt hier mega starke Gegner auch haben werden. Weil es einfach... fang bloß nicht runter. Weil es auch einfach die oberste... Ne, wir sind in Level 2. Aber weil es halt relativ... Ich glaube, da unten waren wir auch noch nicht drauf, ne? Doch, da geht's mir. Okay. Gucken wir einfach mal. Nur bleib nirgendwo hängen, bitte. Fackeln kann man immer gebrauchen. Unidentifizierter Regen. Da müssen wir dann irgendwann mal gucken. Wie der angetappt ist. Bam! Nice. Wieder was zum Snacken. Immer alles mit was geht. Ja, ja. Knochen mache ich direkt zu Pulver, glaube ich. Ah ja, das direkt in der Truhe ist auch gut. Also die Steuerung ist, wie ihr wisst, natürlich nur sehr umständlich und wir haben ja auch erst das letzte Mal herausgefunden, dass wenn man ein Brot isst, bleibt so ein Dreiviertelbrot über. Ja. Da denkt sich mal so rein. Ordnen ist besser. Ja, da müssen wir. Ich weiß gar nicht, ob man. Also man kann es natürlich auch irgendwie lernen, glaube ich. Da sind sogar Pilze. Aber ich gehe mal hier eben kurz die Kanten ab. Die Kanten nochmal ab. Aber ich finde es jetzt schon mal gut, dass wir jetzt erst hier hingegangen sind und dass es auch geklappt hat. Dann haben wir direkt am Anfang in dieser Folge schon. Ja, ein neues Gebiet, was jetzt auch nicht unbedingt super schwer. Es ist schön, ja, es ist auch schön. Pass auf, Spielende, da geht's einfach an die Erdoberfläche. Fertig! Ist das Wasser? You won. Nee, das ist Eis, es geht nach oben. Oh, scheiße, das öffnet sich ja hier richtig heftig. Okay, ich gehe hier mal eben kurz die Fläche ab, dass da keine schwarzen Stellen sind. Pass auf, ey, wenn das jetzt wirklich so ist, dass das, ich sag mal, also ist jetzt natürlich geraten, aber ich könnte mir echt vorstellen, so nach dem Motto, ja. Ja, wir sind hier auf so einem scheiß Stalag. Aber wir hängen wieder in den Stalagmiten fest, ey. Moment, Stalaktiten. Stalaktiten sind von oben. Die, genau, die Titen, die Titen. Ja. Die Titen baumeln von oben. Wie kann man sich das nur gut merken? Wenn es nur eine gute Eselsbrücke gäbe. Lag Miete draufgegangen. Ja, ja, ob das wirklich gewollt war, ob die das beachtet haben, ne? Als. Ja. Aber da scheint, da kommt richtig hell von oben, ne? Als wird's da. So, jetzt aber. Guck mal gleich. Ja, nicht überspeichern, weil es kann jetzt sein, dass wir in Sachen gehen, die vielleicht wirklich noch nicht für uns bestimmt sind. Aber ich glaub's. Ich glaub's eher nicht. Das ist alles legitim. Ja, weil dass man schweben kann. Guck mal hoch. Okay, ist auf jeden Fall eine mehrstöckige Höhle. Wo kommt das Licht her? Guck mal.
Oh, jetzt wird der Nebel von schwarz auf blau geändert. Okay, da ist noch ein Red. Da hinten ist auch noch ein Schwert. Jetzt ein Schwert, da können wir mal anhand des Levels, was man dafür braucht, vielleicht ungefähr erahnen, wann man dahin musste. Also wenn es jetzt quasi mega ein verhältnismäßig schwächeres Schwert ist, kann man schon sagen, okay, oder ein gleich starkes Schwert, dann ist das normal, dass man zu dem Zeitpunkt hingeht. Oder vielleicht finden wir auch ein Kurzschwert. Verkaufen, alles klar. Vielleicht finden wir auch ein magisches Geschoss. Wir können auch mal nachher wieder mal so ein paar Dinger vorbereiten, dass das Inventar leer wird. Ach so, ja, warte. Schweben. Tarn. Das könnten wir übrigens, Tarnköpfe könnten wir übrigens auch noch mal probieren. Bei diesen zwei Bodyguards, genau, die an dieser einen Tür stehen. Okay. Was ist das Schwarze? Falle entschärfen, ja. Machen wir ein magisches Geschoss. Was war das? Das Helle, ne? Ja. So. Okay, ich speichere noch mal. Was ich immer wieder lernen müssen, ne? Ja. Okay, dann gehen wir mal... Genau, einmal aufdecken. Teilweise so hell jetzt die... Das ist eine Blume. Die kennen wir noch gar nicht. Ich hoffe, das Schwert ist was Besonderes. Boah, hier ist so hell, Moment. Kyprianisches Schwert der Stärke. Schaden plus 7. Oh, Moment. Stärke. Also ist auf jeden Fall schwächer als das, was wir bis jetzt haben. So, und die können wir... Ich glaube, die sind wichtig für... Schneeglöckchen. Ich glaube, die sind wichtig für Unsichtbarkeitstränke oder so. Mal auch mal die Knochen, die du eingesammelt hast. Schneeglöckchenpulver. Weil da liegt noch ein Knochen, aber ich weiß gar nicht, ob wir den aufnehmen dürfen können. Ja, ja, habe ich vergessen. So. Gut, dann geh gleich nochmal in die Mitte hier von dem hinter uns, dass das auch blau wird. Die Karte ist jetzt natürlich ein bisschen blöd bei dieser Helligkeit, ne? Ich wechsle mal am besten. Der war hier quer jetzt, oder? Ja, ich wechsle mal am besten auf Schild und Schwert. Aus dem Grund, weil, also, die Gegner hier und so sagen mir, dass es noch schwächere Gegner sind, dass wir die Axt gar nicht brauchen. Und mit Schild und Schwert sind wir wahrscheinlich ein bisschen agiler. Ja. Was war denn das, was wir brauchen? Das ist, haben wir gefunden. Plus 8. Ja, mach das Link. Nee, das linke war doch besser. Nee, plus 10. Dazu fehlt es mir noch an Fähigkeiten. Stimmt, okay. Stimmt, das mit dem... Genau. Und wir haben noch eins in dieser Truhe unten. Wo die Händler ausgeraubt worden sind und getötet worden sind. Da ist ja noch eins drin, was wir auch nicht tragen können. Ja. So, dann haben wir das ja auch abgedeckt. Dann ging es, glaube ich, vorne ging es noch irgendwie hoch. Ja. Wir gehen jetzt erstmal kurz. Kennst du den Film Cube? Wo die immer so Schuhe in den nächsten Raum werfen, um Fallen zu entschärfen. Fallen entschärfen. Muss man mal gucken, ob das vielleicht irgendwie was auslöst, aber ich glaube nicht. Wenn man da irgendwie was reinwirft, was man... Wo denkt. Reinwirft? Hier irgendwo? Ja, irgendwo, wenn es vielleicht mal Fallen gibt. Ja, ja. Aber wir haben ja, es gibt ja auch diese Fähigkeit, dass man dann sieht an Truhen und so, dann sind sie so... Guck mal hier, die Stalagmite ist einfach nur... unfreezed. Achso. Die ist nicht aus... Ja, ja, ist so halt Stein, ne? Ich habe jetzt so ein bisschen gedacht, okay, vielleicht einfach mal schauen, ob das... Ja, das ist aber ja auch bis jetzt der höchste Raum, den wir so gefunden haben. Ja. So, jetzt waren wir... Allgemein hier, Level 2 hat einen relativ hohen Deckenlevel, allein schon wegen der Geschichte mit Koida, das eigentlich noch tiefer liegt, als wo wir jetzt sind. Ja, jetzt ist die große Frage... Das ist nur eine Rampe. Überlappt sich hier etwas mit dem schon vorhandenen... Aber, guck mal, das wirkt hier teilweise gebaut. Wir können hier rechts rüber. Ne, warte. Ich gehe mal erst hier links. Für den Fall, dass rechts es irgendwie noch höher geht. Hier muss man rüber schweben. Das könnten wir ja theoretisch von der, aber von dem, was wir links haben wahrscheinlich. Aber nicht, dass wir jetzt hier gleich runterfallen können und dann... So, Moment. Ich brauche einen Halt, sodass ich zum Rand springen kann. Vielleicht, wenn ich versuche, einen Stalaktiten abzubrechen.
Wieso nicht schweben? Achso. Aha, ja, okay. Mach mal ein magisches Geschoss auf das Ding. Zwei, ne? Boah, sind wir genial. Aber ist das jetzt mit Schweben gemeint? Oh, ich dachte schon. Scheiß Blickwinkel. Ja, warte, aber... Was also theoretisch könnten wir versuchen... Moment, was ist denn da überhaupt hinten? Da liegt eine Rüstung. Kann das sein? Also warte, wir könnten hier rüber schweben. Ja. Und dann... Wo gab's denn die Treppe, die weiter hochführte von der unteren? Das war dann links irgendwo. Ich glaube hier hin. Das könnte man dann probieren. Also oder man macht... Also ich glaube, die also hier sieht man dieses kleine Dreieck hier. Ja, ja, das. Das Fehler ist, ich glaube, das ist die Treppe, dass man dann hier rüber kann. Dann könnte man theoretisch hier rüber. Ja. Und dann ist die große Frage da hinten. Also ich würde theoretisch versuchen, jetzt einfach mal darüber zu schweben. Ja, wir probieren es einfach. Also entweder wir schweben über diese untere Fläche. Oder wir schweben zu den anderen Flächen. Oder wir schweben jetzt einfach hier rüber. Ja, gucken wir einfach mal. Boah, wie das klappt. Von da unten wäre man da rüber gekommen. Okay, man kann aber nicht nach links rum. Wir sind zu viele. Dann gehen wir kurz zum Stalaktit. Was? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Klappt auch nicht. Auf die ganz andere Seite. Weil wir haben gerade gespeichert, ne? Aber naja, kann man das ja alles mal testen. Tief, okay. Aber der hat nicht von Schweben was erzählt, sondern... Moment, wir sind doch jetzt eindeutig... Ja, das ist ein paar Millimeter zu wenig. Soll ich mal 4 drücken? Ja, mach. Ah! Nein. Oh. Ah. Okay, ich versuch's nochmal irgendwie zu... Leicht höher irgendwie. Leicht höher zu kommen. Vielleicht irgendwie gegen die Wand zu rennen, dass wir irgendwie 2 cm gut machen. Ja, ich so wie jetzt. Schon. Oh, voll die Schieder sind hier, voll die Schieder! Voll die Trickser. Aber hier nach links kommen wir wahrscheinlich nicht rüber, es sei denn, wir kraxeln hier auf den Stalaktiten und springen dann so quer rüber. So, wehe, der hakt jetzt hier. Unsichtbare Mauer. Aber wo kann man denn? Ja, wahrscheinlich müssen wir hier rüber schweben und dann hier rüber springen. 4. Weil war jetzt dämlich. Ah! Dann versuchen wir mal über die andere Ecke rüber zu schwimmen. Also. Ich verstehe den warum hat er den Stalaktit überhaupt erwähnt? Dass ja. Dass er da den runterhauen. Entweder. Würde. Entweder man muss jetzt mehrere. Aber das Ding ist, die. Spring einfach auf. Mal bitte an die Kante. Jetzt versuchen zu springen. Ja. Hm. Spring jetzt mal bitte auf den Stalaktit. Vielleicht schaffen wir das von unserer etwas erhöhten Position. Also für mich sieht das... Also ich versuche jetzt mal... Was war sein Spruch? Er hatte... Er braucht etwas zum Greifen. Also er hat Schweben überhaupt nicht erwähnt. Das war jetzt unsere Idee. Er braucht irgendwie was zum Greifen. Ich versuche jetzt mal hier rüber zu schweben. Da ist auf jeden Fall meine... Vielleicht sollte die Cutscene quasi... Von hier kommen. Oh ne. Können wir noch ein magisches Geschoss probieren? An auf, anderen? Ja, nee, auf. Entweder auf anderen, klar, aber ich rede mehr von nochmal auf den Stalaktit, um zu gucken, ob der. Geht unsere Mana runter? Ja. Hier ist ein Vorsprung unter mir, da führt aber zu nichts hin. Wir natürlich auch jetzt noch von dieser erhöhten Kante gucken können, dass wir komplett auf die andere Seite fliegen, ne? Das haben wir auch noch nicht probiert. Wo? Hier hin? Ja. Ja, das ist doch viel, viel höher als... Ja, aber da waren wir noch von der Fläche, wo die Treppe endet und nicht halb erhöht, wo wir die Wand hochgelaufen sind. Okay, dann probiere ich das mal. Geht's nicht. Doch, höher geht. Soll ich mal. Warte, hier? Guck mal, warte, stopp. Guck mal links. Ah, nein, das ist ein Durchgang. Ich wollte gerade sagen, dass da das ist ein Eis,
Brocken, den wir auch noch unter. Nicht speichern. Okay, ich versuche jetzt mal eins. Ich versuche jetzt erstmal, weil wir jetzt wieder höher sind als gerade eben, versuche ich jetzt nochmal hier zu. Im Zweifelsfall links. Im Zweifelsfall links, ja. Boah, eine ganze komplette Rüstung. Okay, es klappt. So, kann man denn von hier aus. Warte mal. Ja, nimm's. Genau, nimm's von. Oh! Inventar, wie macht man das denn jetzt? Oh, geil! Ah, neues Inventar, okay. Zack, zack. Beeil dich auch ein bisschen, zack, ich weiß nicht, zack. Wie lange das anhält. Ich sehe nix, ich sehe nix. Achso, das ist. Kaputter Schild. Links ist noch irgendwie was. Alles runterwerfen, was. Was keine Miete zahlt. Da ist noch eine. Aura entzaubern. Okay. Oh, das sieht wichtig aus. Ich glaube, wir haben alles. Guck mal, links jetzt. Wir schweben jetzt so lange, wie wir können. Das sieht doch auch aus, dass man das flexen kann und dann. Ja, ja. Hier brauchen wir Feuer. Soll ich mal abbrechen? Mach das mal per Hand, wenn wir noch, während wir noch schweben. Nö, da war ja benutzen. Das war ja hell. Ne? Eben was hell. Da. Ja, das heißt, dass wir es abschießen können. Achso, ja, dann das machen wir. So soll ich eben schweben abbrechen. Also wir haben dann wir haben da einen Weg dann drüber. Ja, hoffentlich. Zurück, also selbst wenn wir fallen, haben wir ja gesehen, überleben wir den Ort. Also, ne, im Zweifelsfall fallen wir dann.